Hallo und willkommen zu einem weiteren Preview-Video und erneut zu einem Echtzeit-Dungeon-Crawler, bei dem wir uns Schritt für Schritt vorwärts bewegen und erneut von einem polnischen Indie-Studio. Dieses Mal heißt das Spiel Skullstone und stammt von der Firma Black Torch Games und dem Publisher Hyperstrange. Und wir werden uns in diesem Video die Demo anschauen, die es zu Skullstone gibt. Ich glaube, die stammt von Anfang 2022. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die durchgehend verfügbar war oder ob die jetzt zum Steam Next Fest wieder verfügbar gemacht wurde. Die Demo dauert etwa 2,5 Stunden, aber ich werde das jetzt entsprechend euch nur ein paar Ausschnitte davon zeigen, damit ihr einen guten Eindruck davon bekommen werdet. Und ja, Release ist noch dieses Jahr geplant, aber da wäre ich mal sehr skeptisch, denn es gibt auf dem Facebook-Kanal quasi keine Updates, es gibt auf Twitter keine Updates und die einzigen Updates, die ich gesehen habe, sind auf dem YouTube-Kanal, was zumindest bedeutet, da tut sich noch was, also das Spiel ist noch nicht tot. Also hoffen wir mal, dass das dann noch irgendwann ja, rauskommen wird. Wir werden also jetzt hier in das Spiel einsteigen, aber kurz vorher noch, falls euch das Spiel gefallen sollte, dann stellt sicher, dass ihr das Spiel auch auf Steam wishlistet. Und falls ihr das weiter verfolgen wollt, könnt ihr natürlich auch den YouTube-Kanal abonnieren, also von dem Entwickler des Spiels, damit ihr da auch entsprechend die Updates mitbekommt. Das soll es jetzt aber erstmal als Vorwort gewesen sein. Steigen wir ins Spiel ein. So, damit sind wir im Hauptmenü und wir werden einen ganz kurzen Blick auf die Optionen werfen. Und hier können wir von Englisch auf Polnisch umschalten, falls euch das denn lieber sein sollte. Ansonsten haben wir hier ein paar grundlegende Grafikeinstellungen und Soundeinstellungen. Nichts, was weltbewegend wäre. Wir können außerdem jetzt hier natürlich unser neues Spiel anfangen und da können wir aber keinen Charakter selber zusammenschustern, sondern wir haben eine Auswahl von hier, wie viele sind das? 3, 4, 5, 10, 20 Charakteren und in dieser Demo-Version haben wir entsprechend 6 zur verfügbar, von der 6 verfügbar, die wir uns jetzt, von denen wir 4 aussuchen können für unsere Gruppe. Also wir haben jetzt hier 2 so Kriegertypen, das hier ist auch noch so ein Kriegertyp und die, dann haben wir hier quasi einen Schurken, einen Ranger und ja, so ein Magier-Heiler, das ist der einzige Magiebegabte hier unter denen. Und ja, wenn wir uns die jetzt mal genauer anschauen, dann haben wir hier die Hauptattribute. Also es sind einfach, da wird auch nicht wirklich, kann man nicht wirklich einsehen, was die überhaupt bringen. Also es sind einfach Attribute, Stärke macht wahrscheinlich Schaden oder so. Dann haben wir, wäre natürlich auch schön, wenn da Tooltips wären. Dann haben wir hier Abilities, die kann man bei jedem Stufenaufstieg dann steigern. Also da bekommt man dann Ability-Punkte, die man da reinstecken kann. Das sind einfach passive Werte, die sich dann entsprechend steigern. Also wenn man beispielsweise Punkte in Schwerter reinsetzt, dass man entsprechend den Schaden mit Schwertern steigt oder mit Äxten oder so. Macht natürlich keinen Sinn, Schwert und Äxte zu steigern, weil man damit entsprechend einfach die Punkte rausklappt. Und dann haben wir noch die Skills. Und die sind jetzt pro Charakter mehr oder weniger unique. Mehr oder weniger bedeutet, dass der jetzt hier Fresh Blood hat, was ihn selber heilt. Und der hat Troll Blood, was ihn selber heilt. Aber das unterscheidet sich jetzt schon bei den anderen. Der hat hier ein Sharp Blade, der hat Clash. Und dann haben wir hier eine Altmagier, die hat halt hier die Massenheilung und dann haben wir hier irgendwas mit Ausweichen, Gedöns. Und ja, da werden wir jetzt einfach mal die Charaktere zusammenklicken. Nehmen wir einfach mal den hier und den und die Schützin und den Heiler und legen los. Die Hintergrundstory ist wohl einfach nur, dass wir, dass es irgendeinen Zauber gab und der uns an eine falsche Stelle teleportiert hat. Wir sind jetzt irgendwo, stecken wir in der Mine fest und wir müssen da jetzt den Weg rausfinden. Da gibt es jetzt aber auch kein Intro oder sowas. Was es jedoch gibt, das ist jetzt hier, wie man steuert, da sage ich aber gleich nochmal was zu. Wir haben hier so ein Quest-Dingen und da steht jetzt drin, dass wir hier halt irgendwo gelandet sind. Und die Steuerung, da können wir uns entweder mit WASD bewegen. Und ihr habt jetzt vielleicht gerade diesen kleinen Ruckler gesehen. Das passiert ja leider ständig im Spiel.
Da weiß ich auch nicht, wie man das los wird. Das ist wahrscheinlich in dem Spiel irgendwo mit drin, leider. Ich hoffe mal, dass das noch ausgebessert werden kann. Aber ja, wir können hier mit WASD, also WASD ist halt Sidesteppen. Oder wir können mit dem Numpad die Gruppe bewegen. Und die Tasten 1, 2, 3, 4, die sind zum Angreifen. Also wenn ich jetzt Taste 1 drücke, dann greift der an, mit 2 greift der an. Und ich fand das deshalb praktisch, mit der rechten Hand auf dem Numpad die Gruppe zu steuern. Und mit der linken Hand benutze ich die Angriffstasten. Und damit können wir dann auch entsprechend leider das am besten machen, was man bei Realtime-Crawlern leider halt immer macht. Die Gegner umkreisen, bis sie dann entsprechend tot umfallen. So, ihr seht also, der Kampf ist ja nicht sonderlich engaging. Für meinen Geschmack dauert er etwas oder ist ein bisschen zu umständlich. Also grundsätzlich bin ich halt kein Freund von diesen Echtzeitkämpfen. Bei dem hier kann man jetzt auch noch extrem gut um die Gegner rumtanzen. Wir kommen später noch zu Gegnern, wo das nicht ganz so einfach geht oder wo es Probleme geben kann. Aber ja, zum einen, dass man halt da rumtanzt, zum anderen ist das Ganze ein ganz kleines bisschen schwergängig. Bei Lands of Lore oder so ist, fühlt sich das ein bisschen einfacher an. Hier haben wir jetzt auch eine Fackel, da wird das entsprechend hell. Und ihr könnt sehen, wir haben jetzt hier Sachen auf dem Boden liegen, die können wir dann entsprechend ins Inventar nehmen. Und das sieht eigentlich alles ganz gut aus, dass hier größer, kleiner wird. Das Interface an sich finde ich ganz gut, oder auch gerade diese Kiste, die wir geöffnet hatten. Habe ich die noch hier irgendwo? Hier diesen Sack, ja. Da kann man Sachen reinstopfen und so weiter. Wir haben jetzt hier was gefunden und da gibt es ein bisschen Story. Hier halt so ein Trupp, der hier in diese Mine reingesteckt wurde und da irgendwie unten bleiben sollte. Ist das hier eine Zweihandwaffe? Ne, das ist eine Einhandwaffe. Okay. Der kann hier als zweite Waffe noch ein Schwert nehmen. Und das ist halt auch so eine Sache. Es macht bei solchen Spielen halt einfach keinen Sinn, Waffen zu nehmen, die schnell sind. Weil man ja normalerweise immer gucken will, dass man nur ganz kurz an dem Gegner dran ist. Dann einmal hackt rum, einmal hackt rum, einmal hackt. Gut, die Waffen, die wir jetzt haben, sind natürlich extrem langsam. Aber vom Prinzip her macht es Sinn, Waffen zu haben, die bei einer hohen DPS, also Schaden pro Sekunde, natürlich möglichst viele Sekunden brauchen und dann, wo man einmal rankommt und dann BÄM macht, den Gegner quasi zu Klumphaut und dann wieder ein bisschen rumläuft, bis man dann wieder einen Cooldown hat und dann wieder draufhackt. Das macht aber natürlich leider eben so Sachen wie Cooldown-Reduzierungen und so weiter eigentlich verhältnismäßig sinnlos. Ja, das ist halt immer so ein bisschen schade, weil man halt mit diesen Echtzeitkampfsystemen, finde ich, sehr viel vom Spiel ruiniert. Das war bei Grimrock eben auch schon so. Beim ersten, den zweiten habe ich deshalb auch nicht gespielt. Vielleicht ist es da ein bisschen anders. So, ja. Ich meine, die sind jetzt hier verhältnismäßig schnell tot, aber das wird natürlich mit späteren Gegnern auch ein bisschen länger dauern. So wahnsinnig viele Gegner gibt es hier zwar nicht, aber ein paar dann schon. Es gibt hier in dieser Demo-Version, da haben wir ein bisschen Erz, ich weiß nicht, wofür, ob das für irgendwas gut ist. In dieser Demo-Version haben wir drei unterschiedliche Rattentypen, Wahnsinn. Die können aber auch was ein bisschen was Unterschiedliches. Das sind jetzt die Standardratten, wobei diese Standardratten auch 6 Augen, glaube ich, haben. Oder was anderes Rotes am Kopf kleben. Wie ihr seht, können wir auch diese Pfeile, die wir geschossen haben, wieder aufsammeln. Und können heißt müssen, weil er natürlich sonst keine Pfeile mehr hat, was natürlich auch ein bisschen lästig ist. Ganz cool ist halt hier, dass da solche Nischen auch mal immer wieder sehen, wo dann die Ratten rauskommen. Naja, ganz cool ist halt, ist ein nettes Gimmick, was die Dungeons vielleicht ein bisschen interessanter gestaltet. Aber das Spiel ist schon sehr stark hier eben auf diese Kämpfe fokussiert und die anderen Elemente scheinen mir hier sehr stark in den Hintergrund zu treten. Also wir haben jetzt am Anfang eben diese, also wir haben eine Quest,
Ja, und wir haben diesen Zettel gefunden mit ein paar Story-Hintergründen und darauf werden wir auch immer mal wieder stoßen. Aber ihr seht schon, hier in dem nächsten Raum haben wir wieder, wir haben jetzt im ersten Raum 3-4 Ratten platt gemacht. Und das wird jetzt hier Raum für Raum entsprechend so weitergehen. Und das wird auch leider nicht besonders, also nicht unbedingt anspruchsvoller werden. Außer, da komme ich gleich noch zu, bei den Spinnen. Aber in der Regel werden wir natürlich immer gucken, dass wir die Gegnerangriffe möglichst ja, ausweichen. Und deshalb, wir haben jetzt auch noch, glaube ich, keinen Schaden bekommen in der Gruppe. Eingeweide. So, und da könnt ihr jetzt auch sehen, da ist eine Spinne. Und die verhält sich aber jetzt auch schon ein bisschen anders als die Ratten. Denn die Spinne, die ist deutlich schneller. Aber die einfache Spinne, die kann jetzt da auch nichts. Da werden wir wieder die Ratte töten. Quatsch. So, nehmen wir die Pfeile mit. Dann Pfeil. Na. Da ein Pfeil. Und den nehmen wir auch wieder mit. Und da habt ihr es wieder ganz kurz ruckeln gesehen. Da ist noch eine Ratte. Hallo. Ja, und so kämpfen wir uns wirklich von Raum zu Raum. Da hat jetzt der Zauber von der Magierin eben den Gegner eingefroren, konnte sich nicht mehr bewegen. Dann können wir da halt besser draufschlagen. Und da ist noch eine Ratte. Okay. Komm her. Wir können auch sehen, unter unseren Buttons zum Angreifen haben wir unsere Fähigkeiten. Ich vermute, dass das hier eher ein Fehler ist, dass wir den direkt nutzen können. Ist leider hier kein Tooltip. Wenn wir aber das hier aufmachen, dann sehen wir hier, was das genau bringt. Und normalerweise, also die Sachen hier, das hier wird auf Level 2 freigeschaltet, das hier auf Level 4, das hier auf Level 7. Und das hier, bei dem ist anscheinend ein bisschen anders. Das erste ist direkt frei. Ist vermutlich eher ein Fehler, weiß ich nicht. Aber das sind dann Fähigkeiten, die können wir entsprechend im Kampf benutzen. Der Heiler bekommt erst eben auf Stufe 2 überhaupt dann seinen Heal, womit wir die Gruppe dann entsprechend hochheilen können. Aber das ist zumindest alles hier direkt aus diesem Menü aufrufbar. Und wir müssen nicht, und das ist natürlich bei so einem Echtzeit-Crawler noch das noch problematischer, wenn wir dann auch noch ein Zauberbuch aufmachen müssen und einen Zauber aussuchen müssen. Ich glaube, bei Eye of the Beholder war das so. Das ist natürlich dann schon ein bisschen umständlich und dann wird man sowas erst recht nicht benutzen. Ich weiß es gar nicht mehr, wie das bei Legend of Grimrock war. So, also die Dungeons, die sind schon verhältnismäßig simpel aufgebaut. Ich habe hier jetzt keine, da könnt ihr jetzt sehen, das ist dann eine besondere Ratte. Also nicht besonders im Sinne von dass die selten wäre, sondern da gibt es halt hier auch Dutzende von. Aber die hat halt irgendeine Seuche drauf. Und hier haben wir jetzt auch wieder sowas, der wird uns gleich eine Ratte von da drinnen angreifen. Naja. Ich glaube, da können wir jetzt auch wenig machen, damit wir das nicht abbekommen. Wir könnten natürlich auch einfach die ganze Zeit weglaufen, wenn das denn, wenn wir denn da entsprechend Platz für haben. Aber im Endeffekt kann man alles an Schaden umgehen, wenn man sich jetzt nicht so dumm anstellt wie ich gerade. Und zum Heilen, da werden wir gleich noch mal sehen, da werde ich gleich einen anderen Spielstand laden, wo wir dann ein bisschen von weiter vorne, weiter im fortgeschritten sind. Und im Endeffekt wird das natürlich jetzt hier so im Groben weitergehen, damit ihr hier so ein bisschen eine Perspektive habt. Das Spiel ist eben, also diese Demo, die ist etwa 2-2,5 Stunden lang. Und das Ganze besteht aus 2 Levels. Und ihr könnt ja links oben auch schon die Minimaps sehen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber dann habt ihr ja eine Vorstellung davon, wie lang man eben hier eigentlich fast die meiste Zeit eben mit dem Kämpfen am Verbringen ist. Also wir haben jetzt hier eine ganz schöne Karte und da können wir sehen, ja, wo wir dann schon entlang gekrochen sind. Wie gesagt, das ist alles ziemlich einfach aufgebaut. Ich bin nicht auf Fallen gestoßen, ich bin auf, vielleicht gibt es hier ein Secret, bin ich auf jeden Fall,
habe ich zumindest keins gefunden. Es gibt keine Hebelrätsel, Schaltflächenrätsel oder irgendwas ähnliches. Sondern wir, die einzigen Hebel, na, da ist wieder eins und vier in der Wand drin. Die einzigen Hebel, die ich hier gefunden habe, die waren immer direkt an der Wand. Und also nicht an der Wand, an der Tür. Da waren gerade drei, aber wir werden jetzt hier. Ja, sowas. Ja. Also da macht man das auf und geht dann entsprechend weiter und ja, und so weiter. So, jetzt werde ich mal hingehen und einen Spielstand laden, wo wir schon ein wenig weiter sind. Kleinen Moment. So, hier sind wir jetzt am quasi Ende vom ersten Level angekommen und ihr könnt sehen, wir haben jetzt hier auch schon Punkte verteilt, da werde ich aber gleich nochmal drauf zurückkommen. Und wir haben natürlich hier anderen Kram gefunden und so weiter. Die Charaktere sind jetzt alle ein bisschen verwundet. Wir haben Level 2 erreicht und das bedeutet auch, dass wir hier unsere Fähigkeiten jetzt alle freigeschaltet haben, also die ersten freigeschaltet haben. Die kann die jetzt nicht benutzen, weil die kein Mana hat. Und das verhält sich bei dem Spiel ein bisschen seltsam. Die Nahkämpfer verbrauchen anscheinend nie Mana. Auch wenn die beim normalen Zuschlagen, ja, die können einfach zuschlagen und verbrauchen kein Mana dafür. Die können natürlich hier diese Buffs benutzen, damit verbrauchen sie auch Mana oder der kann sich heilen. Aber für die normalen Angriffe verbrauchen die nichts. Das ist bei denen anders. Die Schützin, jedes Mal, wenn die schießt, verbraucht die Mana. Das regeneriert sich aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Steigt jetzt nicht über 44 drüber. Und beim Magier auch. Und der Magier, wenn man den natürlich fürs Gruppenheilen benötigt oder verwenden will, dann bedeutet das, dass man mit dem Magier grundsätzlich nicht angreifen darf. Und jetzt wollen wir das aber einfach mal austesten hier. Ja, also wir sehen, ja, zumindest der hat noch Hitpoints, die regeneriert werden können, da drücke ich jetzt drauf und dann kriegt halt jeder ein bisschen Hitpoints, weil das ein Group Heal ist. Das hier ist nur ein Self Heal gewesen, das war ein Group Heal. Das hier ist irgendein Buff zum Ausweichen, macht eigentlich keinen Sinn, ja, und das hier, das macht, glaube ich, mehr Aua. Also das sind dann so Sachen, die, ja, ob man sich dann die Mühe macht und diesen zusätzlichen Schaden bei den Kämpfen noch aktiviert. Ich glaube eher nicht, um ehrlich zu sein. Dafür ist das dann, macht das zu wenig aus, wahrscheinlich, das ist zu müßig. Aber was wir jetzt hier an dieser Stelle noch sehen können, ist noch, ja, so ein bisschen was Rätsel-Story-mäßiges von dem Spiel. Denn hier geht man halt nicht nur immer bis zum Ende und dann die Treppe runter zum nächsten Dungeon und so weiter, zur nächsten Ebene, sondern hier in dem Dungeon haben wir mehrere Zettel gefunden. Also hier, das ist jetzt so eine Art Secret, da habe ich aber nichts gefunden. Oder vielleicht ist es ein Secret. Wir haben hier so eine, ja, da haben wir so ein Skelett gefunden und der hatte ein bisschen Sprengstoff mit und der meinte, ja, wir müssten Sprengstoff finden, um das hier wieder freizusprengen. Es gab dann hier ein Buch irgendwo, wenn ich das finde, da. Und da steht so ein bisschen die Geschichte von dem Typen oder das Tagebuch von wegen, wir wurden ausgeraubt und bla bla. Und ja, wir sollten jetzt hier das hier entsprechend durchsprengen und das können wir hier eben auch in unserer Quest einsehen. Wir sollen Explosives finden, damit wir hier eben wieder rauskommen. Die habe ich jetzt hier gelagert und die sind eben in einem ganzen Dungeon verteilt gewesen und die werde ich jetzt hier benutzen. Und ich weiß nicht, ob man da stehen bleiben kann, aber wir gehen jetzt einfach mal weg. Und dadurch haben wir jetzt auch einen Stufenaufstieg noch bekommen. Also wir bekommen durch Kills eben natürlich XP, aber auch durch solche Aktionen dann. Wobei es in der ganzen Demo nur ein oder zwei Sachen gibt, die dann in der Richtung gehen. Und ja, hier können wir jetzt entsprechend unsere vier Ability-Punkte verbrauchen. Wir haben jetzt hier beispielsweise Heavy Armor und so weiter, Swords. Aber dadurch, was ich ja am Anfang schon meinte, dadurch, dass man natürlich immer möglichst viel Schaden auf einmal machen möchte und eigentlich kaum angegriffen selber wird, macht es verhältnismäßig Sinn, die Sachen auf passive Sachen, auf passive Fähigkeiten zu setzen und es macht verhältnismäßig, nicht auf passive, auf Cooldown reduzierende Fähigkeiten zu setzen und es macht verdammt verhältnismäßig wenig Sinn, die Sachen auf Rüstung oder so zu setzen, weil man eigentlich eben sehr selten angegriffen wird. Das Einzige, was tendenziell dazu
einen Anreiz gibt, doch was in passivere Sachen reinzustecken, ist, dass man hier sehen kann, man bekommt das erste eben mit 2, 3, 5, 7, 9, 11 und dann haben wir aber eben schon eigentlich schon ab 3 bis 5, da haben wir eben 2 Punkte, dann wieder 2 Punkte und das geht aber auch dann so weiter bis am Ende, da haben wir dann wieder 29 und 30. Wenn man halt die ersten Punkte da reinnimmt, so 2, 3, 4, 5, 6, da haben wir jetzt bei diesem Passiv eben mehr direkt hintereinander, wo wir dann mehr Boni direkt bekommen würden. Also vielleicht macht es ein paar Punkte eben in diese, ja, ins mehr Aushalten reinzustecken. Aber ich nehme mal an, dass man hier sowieso, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber dass man hier sowieso ein bisschen mehr Lebenspunkte bekommt, mehr aushält. Man macht, glaube ich, automatisch mehr Schaden, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und wir könnten eben jetzt hier entsprechend natürlich diese Punkte da reinstellen, also Schwert 3, ja, also dann werden wir einfach sagen, ja, bam, fum, auf 7 hoch. Der hat hier Rogue Fighting, das ist einfach auch nur ein Prozentwert, damit macht er von der Seite dann mehr Schaden, ja, da rein damit. Dann haben wir die macht mehr Schaden mit dem Bogen, aber hier ist es auch so eine Sache, ich weiß nicht genau, was Dexterity, eigentlich weiß ich überhaupt nicht, was Dexterity bringt. Oder ob hier auch mehr mit Stärke kämpft, also Stärke bräuchte. Jedenfalls haben wir auch noch Attack Cooldown Time minus 3. Das bringt nicht viel mit dem Bogen. Ja, also das könnten wir natürlich machen. Vielleicht können wir dann, wenn der Gegner auf uns zukommt, eben ein paar mehrfach mit dem Bogen schießen. Aber das ist natürlich auch alles nur minimale Prozentwerte. Macht jetzt wahrscheinlich keinen wahnsinnigen Unterschied. Und bei der Heilerin, die haben wir fürs Heilen mit. Also werden wir hier einfach das Heilen weiter erhöhen. Ja, also um die Prozente da weiter zu verbessern. Aber das sind auch sehr wenig Prozente. Also das ist, diese Abilities finde ich verhältnismäßig uninteressant. Diese Fähigkeiten sind dann, glaube ich, interessant. Aber da haben wir eben auch nur 3 und können nichts aussuchen. Also beim Skillsystem hätte man da sicherlich noch mehr machen können. Also wir haben jetzt hier, da kann ich jetzt auch nochmal, haben wir hier noch die Fackel, ja genau, dann zeige ich hier nochmal, wie das Licht denn aussieht, ja, so sieht's aus mit Licht. Und dann gehen wir hier in die obere Ebene der Mine und würden dann hier jetzt entsprechend wieder weitermetzeln. Leider sieht auch das zweite Level genauso aus wie das erste, da hat sich also quasi nichts getan. Wir kämpfen, wir finden jetzt hier auch ein paar andere Gegner. Wir hatten unten, glaube ich, nur die Ratten und Spinnen und hier kommen dann noch Skelette dazu und andere Spinnen. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was wo war, aber ja. Quatsch. Auch kaputt. Und jedes Mal natürlich immer, okay, wo sind die? Oh, da hat sie da gehangen. Wo sind die Pfeile? Und dann muss man die ganzen Pfeile wieder einsammeln. Das ist schon etwas lästig. Ich glaube, da hätten sie sich das mit den Pfeilen noch sparen können. Also, dass man die einsammeln kann, das ist einfach unnötiger Aufwand, finde ich. Also, ich finde, das fügt nichts spielerisch Wertvolles dazu. Aber ja, das ist dann das Upper Level. Das ist dann entsprechend auch nochmal so groß wie das untere und dauert auch nochmal eine gute Stunde. Und es sieht im Endeffekt genauso aus. Also wir machen hier ziemlich genau dasselbe. Wir können hier auch sehen, da sind wieder 2 Spinnen an der Decke. Und die werden wir dann hier kaputt kloppen. Und so geht's dann hier entsprechend weiter. Wir können jetzt hier mal diesen Buff anmachen. Ja, jetzt machen wir mehr Schaden mit dem Angriff, aber wie gesagt, das wird man wahrscheinlich nicht merken und irgendwann wird man auch, wenn man das am Anfang benutzen sollte, wird man irgendwann sagen, ja gut, ey, der macht jetzt auch keinen Unterschied vom eigentlichen Ausgang, wenn das dann eben, was weiß ich, 20% mehr Schaden macht oder sowas. Dadurch, dass die Gegner einen sowieso nicht treffen und man da darauf eigentlich nichts ausrichten muss, ist es dann auch egal, ob man die paar Prozente mehr oder weniger macht. Das es ist halt dann schlussendlich, da ist wieder einer hier in dieser Suppe drin, nicht in der Suppe, in der, also wir können ja auch mit denen eben ziemlich einfach Gassi gehen. Die Spinnen sind eben schneller, aber, schlussendlich sind soweit die Gegner alle ziemlich harmlos.
So, damit hätte ich euch hier das mal so gezeigt, also was hier, dass das eben nicht einfach nur diese, ja, alles platt machen ist, sondern da muss man eben auch was finden, wie jetzt eben diese Sprengteile, dass man da weiterkommt. Das finde ich eigentlich einen ganz netten Touch, aber es ist einfach zu wenig. Das Spiel hat zu viel Kampf und wir werden jetzt nochmal weiterspringen zum Ende von diesem Level und dann zeige ich euch noch was anderes. So, jetzt sind wir hier. Kurz vor Ende von dem zweiten Level und ihr könnt hier auch sehen, wir sind mittlerweile auf Stufe 3, kurz vor 4 und da ist jetzt wieder eine andere Ratte, die hat so ein Ding auf dem Kopf. Aber ist jetzt nicht großartig anders, aber die kann, was sie jetzt gerade gemacht hat, so ein Ausweichen-Buff anmachen, dann trifft man die weniger. Hat ihr jetzt auch nicht viel geholfen, aber das kann sie tun. So, ich habe hier in dem in der Demo nicht den Schlüssel gefunden, um das hier aufzumachen. Ich weiß nicht, ob es den hier gibt. Einen anderen Schlüssel habe ich gefunden, ich glaube bei einem Skelett oder sowas. Und das brauchen wir auch hier, um hier durchzukommen. Kann sein, dass ich das irgendwo übersehen habe, aber kann natürlich auch sein, dass, dass es hier jetzt gar keinen Schlüssel gibt dafür. Und ja, wir gehen hier jetzt entsprechend weiter, müssen da weiter Gegner plätten. Aber da wird es jetzt ein bisschen interessanter, oder nicht interessanter, sondern vielleicht auch teilweise frustrierender. Denn ich hatte mich ja zuvor beschwert, dass man eben so einfach um die Gegner herumtanzen kann. Und da sehen wir jetzt mal, wie das denn ist, wenn man das nicht kann. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir hier... Ja... Ich werde mal die Ratte pullen. Okay, wir haben ja noch andere Gegner gepullt. Und da hinten, ja, wir haben jetzt hier vier, fünf Gegner. Okay. Das ist halt eine normale Spinne. Kein Problem. Das ist auch wieder eine normale Spinne. Die sind halt, wie gesagt, schneller. Aber ansonsten, ist da jetzt auch nichts Besonderes dran. Die Spinne, die blaue da, die ist ein bisschen fiese. Die ist deutlich fiese. So, aber die kommt jetzt noch nicht zu uns, weil die zu blöd ist. Da scheint aber auch die KI möglicherweise absichtlich runtergedummt zu sein. Normalerweise haben die Gegner schon zumindest vor... den Spieler in, ja, deinen Nahkampf reinzukommen. Das ist bei der Spinne teilweise aber ein bisschen anders. Und da konntet ihr jetzt sehen, wir sind eben da in diesem, in dem Netz gefangen gewesen. Und das kann die auch eigentlich jetzt nicht durch die Wand benutzen. Aber, das kann sie schon auch um die Ecke schießen beispielsweise. Und damit ist man natürlich dann schon auf jeden Fall gefährdet, weil man eben diese die KI so nicht mehr ausnutzen kann. Aber es ist halt eher die Ausnahme und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das die Kämpfe irgendwie interessanter macht wirklich. Das macht das eigentlich fast nur frustrierender. Die sind halt dann verhältnismäßig einfach. Man muss halt gucken, dass man die dann nicht zusammen mit anderen bekommt. Jetzt gehen wir wieder hin und müssen die ganzen dummen Pfeiler aufsammeln. So. So. Also ja, es gibt... Also insgesamt finde ich es schon gut, dass es Gegner gibt, die den Spieler eben am sich bewegen hindern. Weil damit macht es dann eben auf jeden Fall auch Sinn, auf den Charakteren Verteidigungswerte zu erhöhen und so weiter. Das wäre eben ansonsten komplett sinnlos. Aber es fühlt sich eben auch nicht so an, als würde man da... Ja, es fühlt sich eigentlich nicht wirklich gut an, in so einem Zustand dann zu kämpfen. Also man guckt halt einfach eher darauf, dass die Spinne das möglichst nicht machen kann oder dann machen kann, wenn nichts anderes mehr in der Umgebung ist. Und ja, das ist dann auch eben nicht so, ich sag mal, wahnsinnig erfüllend. So, wir sind eben jetzt hier auf Stufe
4, glaube ich, jetzt gestiegen. Und haben dadurch auch diese zweite Fähigkeit freigeschaltet. Wir könnten uns jetzt zwar noch Gegner suchen, aber ich zeige euch jetzt einfach mal, ich werde jetzt einfach mal drücken. Hier, das ist jetzt Charakter. Der Charakter bekommt ein lebendes Schild und schützt die Companions. Aber wenn man die ganze Zeit um den Gegner rumhampelt, dann macht das wahrscheinlich eh keinen großen Unterschied. Jetzt bei den Spinnen könnte das aber vielleicht helfen. Also wenn man da dann ein bisschen gefangen genommen ist, hält aber wahrscheinlich auch nicht super lange. Stand das hier irgendwo? Nö, keine Ahnung, wie lange das hält. Der ist, glaube ich, noch, der ist gestiegen, aber was braucht er dafür? Das ist, okay. Damit kann er Loot identifizieren, aber der braucht dafür Level 5. Okay, interessant. Also der braucht dafür nur Level 4, die anderen brauchen dafür Level 5. Okay, dann haben die da entsprechend nix. Increases Party's Shield Defense and Chance? Ja, ne? Da wissen sie selber nicht so genau. Okay, das ist halt noch nicht wirklich drin gewesen. Und wir haben jetzt hier entsprechend ein Schlüsselloch, müssen den Schlüssel benutzen, den wir hier irgendwann gefunden haben. Klicke die Klacke, die it fits. Und damit können wir auch diese Ebene verlassen. Achso, eine Sache hier noch gerade. Ich glaube, hier war noch so ein Text an der Wand, genau so von wegen: Keep the gates closed, so our workers won't run. Und dann: Did they force slaves to work in the mines? Slavery has been long banned. Ja, Sklaverei ist schon lange verboten, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, was uns das bringen soll. Jedenfalls werden wir jetzt hier rausgehen. Vielleicht ist das eben nochmal diese Zusatzquest. Vielleicht kriegen wir damit auch irgendwie die Tür weiter auf. Ich weiß es nicht. Damit hätten wir jetzt jedenfalls diese Demo durchgespielt. Squinting, their eyes struck by piercing daylight, they make for the exit. Greedily drawing their first breath of fresh mountain air, they leave the mines behind and follow the path before them. Finally, they see a small mining town in the distance. The name on the signpost pointing to it seems familiar. At last, they've reached their destination. Wir sind am Ziel angekommen. Ja, und hier ist es jetzt so ähnlich wie bei Operencia, dass wir jetzt so eine Art Hub haben oder zumindest eine Weltkarte, wo wir dann aussuchen können, was wir als nächstes machen können. Wir haben also jetzt hier ein Dorf, da können wir uns neue Aufträge anscheinend holen, das steht da zumindest. Jetzt können wir hier nur so einen Dialog führen und die sagen, die Demo ist hier vorbei und bitte Wishlisten und so weiter. Also falls ihr da Interesse am Spiel habt, könnt ihr das natürlich gerne machen oder wie gesagt, YouTube-Kanal von dem Entwickler folgen. Aber das hier ist jetzt auch ganz cool, weil wir können eben wie bei Operencia auch in diese alten Gebiete wieder zurückkommen. Und es kann eben jetzt sein, dass wir, in einem zweiten Dungeon dann irgendwas finden. Im ersten ist irgendein Seilzug kaputt und im zweiten Dungeon finden wir ein Seil und können damit in den ersten Dungeon zurück das reparieren oder irgendwas, womit wir über Lava gehen können oder irgendwie sowas. Und damit kann man die halt dann auch so ein bisschen Puzzle-Backtracking mit rein. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Hat zumindest in Operencia super funktioniert. Und finde ich allgemein ganz cool, dass man da halt mal wieder so zurück in die alten Gegenden kommen kann. Was es dann hier sonst noch gibt, keine Ahnung. Vielleicht gibt es dann hier auch noch so einen Schmied, wo man Sachen kaufen, verkaufen kann und so weiter. Aber keine Ahnung. Da ist natürlich jetzt auch von mir reine Spekulation. Das war es dann hier soweit von der Demo. Ich persönlich, also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass der Kampf nochmal irgendwie überarbeitet wird. Für mich persönlich hat der Kampf einen zu hohen Anteil an dem Spiel und er macht halt an sich mir zumindest keinen Spaß. Also dieses um den Gegner herumlaufen und den immer wieder drauf zu kloppen, das funktioniert in Spielen wie, ich sag mal, Stonekeep beispielsweise. Hier ist übrigens auch sehr schöne Musik. In Spielen wie Stonekeep funktioniert es, zumindest in der ersten Hälfte von Stonekeep, da gibt es eben noch so viel zu erkunden, so viele besondere Sachen und so weiter, dass dieser schlussendlich auch ziemlich dämliche Kampf in Stonekeep nicht so diese große Rolle spielt, auch wenn Stonekeep natürlich auch ein kampffokussiertes Spiel ist.
Aber während das bei Stonekeep, sage ich mal jetzt so, einfach mal 20-30% oder sowas ausmacht, man immer noch sehr viel andere Sachen macht, habe ich hier das Gefühl, dass man eben in jedem Raum jetzt töte wieder 5-6 Ratten und das sind immer wieder dieselben Gegner, immer wieder dieselben Kämpfe, immer dieselben Abläufe. Und das ist mir ein bisschen zu öde, da gibt es zu wenig anderes und zu viel Kämpfe und die Kämpfe an sich machen eben auch keinen wahnsinnigen Spaß. Also da würde ich mir wünschen, dass die Kämpfe ja weniger werden. An sich wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das zu reduzieren, aber besser wäre natürlich, wenn man die Kämpfe interessanter gestalten würde. Aber das ist halt bei Echtzeitkämpfen immer ein Problem und mir ist kein Dungeon Crawler bewusst, oder ich habe zumindest noch keinen gespielt, wo Echtzeitkämpfe vernünftig funktionieren würden, aber ich würde fast sagen, dass es in diesem Spiel hier schon mit am schlechtesten funktioniert, weil die Drehung und so weiter von den Gegnern ist ziemlich langsam. Man kann einfach sehr einfach da alles exploiten. Es gibt noch Trials of Sand, hieß es, glaube ich. Da hatte ich auch ein Review zu gemacht. Da hatte das eigentlich noch schlechter funktioniert, wenn man instant gelaufen ist und dann immer nach vorne gerattert, einmal geschlagen, nach hinten gerattert. Hier hat man ja zumindest eine Bewegungsgeschwindigkeit. Aber die Bewegungsgeschwindigkeit, die fühlt sich jetzt hier auch wieder ein bisschen langsam an. Und das ist wahrscheinlich auch diesem Kampf geschuldet. Aber das hilft ja nicht, wenn der Kampf trotzdem nicht so wirklich toll ist. Also, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich werde zu diesem Zeitpunkt ja auch noch ein anderes Spiel mir angesehen haben. Dungeons of the Amber Griffin. Da ist es halt so ähnlich. Könnt ihr ja auch mal gerne euch anschauen. Das soll jedenfalls das Preview zu Skullstone gewesen sein. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und wie ihr das mit dem Kampfsystem seht, mit dem Echtzeitkampfsystem, ob ihr da irgendeinen Favoriten habt, ob das für euch vielleicht gar nicht so wichtig ist. Falls euch das Spiel selber angucken möchtet, guckt auf Steam vorbei. Links sind in der Videobeschreibung. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, dass ich euch auch beim nächsten Mal wieder zu einem Review oder Preview begrüßen kann hier auf dem Kanal. Gerne abonnieren. Ich sage danke fürs Zuschauen und ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.